Jo, meine Freunde, willkommen zurück zu Destiny 2. Ich habe ein paar Bounties gemacht, aber noch nicht alle, damit wir sie bei dem Strike, die Scharlachfestung, ja, noch im Hintergrund machen. Untersuche die kürzlich errichtete Scharlachfestung und ergründe ihre Finsterniszweck. Ja, na klar doch, mache ich das. Ich habe wieder so ein Best-of an Waffen, zum Beispiel die Glasioklasmus. Fusionsgewehr, genau. Und habe hier auch noch ein bisschen was anderes, aber das ist einfach nur für Power-Level. Das Arbeitstier ist immer noch da. Ist auch echt ein geiles Ding. Was kann ich euch noch zeigen, bevor das hier losgeht? Nichts. Nette. Nichts. So eine Scheiße. Da. Ja, bis gleich. Da sind wir. Ja, es hat echt ewig gedauert. Ja, das Fusionsgewehr ist eigentlich ziemlich geil. Es hat Auge des Sturms, dass die immer präziser wird, wenn meine Gesundheit nachlässt. Und, Stabilität können wir nochmal ein bisschen verbessern. Schadet ja nicht. Oh, hier nur mit einer Person dabei. Egal, ich hätte es auch alleine gemacht. Mächtige Energien strömen aus der Scharlachfestung und dem großen Turm aus. Solche Macht habe ich noch nie gespürt. Zweifelsohne werden im Inneren verdorbene Rituale abgehalten. Und wenn wir Glück haben, gibt es auch die Scharmagie, die wir brauchen, um mehr Rüstung herzustellen. Ich dachte, die Schar bevorzugt ihre Festen unterirdisch. Warum bauten sie einen Turm? Er war für Zeremonien gedacht. Die Vorhut beobachtete den Bau, aber hatte dringlichere Sorgen. Narren. Die Energie, die aus dem Turm strömt, lässt einen anderen Zweck vermuten. Ares, Alter. Ich glaube, sie verstärkt Scharmagie. Junge, es Junge. Es kann gut sein, dass die Schar hier ihre Immunität Satz, gegen den Einfluss der Pyramide erreicht. Dieses Wort, Junge. Einfach so gedroppt. Ja, gegenüber war dann noch eine Tür und da geht's übrigens rein in den Dungeon, den wir vielleicht auch mal machen. Weiß ich noch nicht. Wenn wir einen guten Partner wieder haben, wie beim letzten Mal, dann machen wir das auf jeden Fall. Weil das macht da immer so mehr Spaß. Oh, wie cool das hier aussieht. Warte, ist das? Es ist Hashladun. Es kann nur sie sein. Nur sie kann für die ausströmende Energie der Festung verantwortlich sein. Ares, wir haben eine Tochter von Crota gesichtet. Nach Crotas Ableben hielt man sie für tot. Wenn sie lebt, wenn sie hier ist, dann sind die Entwürfe der Schar in der Tat riskant. Die Rituale im Turm müssen auf jeden Fall gestoppt werden. Und Hashladun darf nicht überleben. Mal aus dem Weg, ich brauch die Kugel. Meine Güte, wie oft man hier in diesem Spiel geblendet wird, ist ja unfassbar. Komm ich hier rauf? LOL! Lifehack des Todes. Okay, das haben wahrscheinlich schon andere geschafft. Weiter, guck mal, wie weit ich hier komme. Zack! Oh nein, jetzt nicht krass aufprallen. Bam! Erster Zauber gebrochen. Und da hat der Teammate auch nochmal mitgeholfen. Bewegung. Schnell mal die Spezialmuni aufsammeln. Und da kommt die Brücke, wo wir auch rüber gehen können. No shit, Sherlock. Au, au, der Uger. Verpiss die mal. Das ist halt geil an dieser Waffe. So, wenn ich ein bisschen geschwächt bin, macht das Ding übelst viel Schaden. Müsst ihr auch mal meistern. Ich habe halt übelst wenig Bruchstücke. Wo sieht man das überhaupt? Legendäre Bruchstücke. Ich weiß wo. Warte mal. Ich habe nur 40, Alter. Komplett broken. Wenn andere so 3000 haben. Nein, ich habe verfehlt. Untersuche den Turm der Scharlachfestung. So, easy.
down und weg mit euch. Gut, wir können weiter. Oh, warte, ich muss nachladen. Wie das aussah. Mann, lass mich doch mal. Alter, was für ein ehrenloser Spaß. Da ist Tashwadum. Sie zieht sich tiefer in die Festung zurück. Scheiße. Sie will flüchten. Oh, wie schlecht war das. Es sieht so aus. Ich hab die Ults komplett verkackt. Aber was? Etwas stimmt nicht. Verfolge sie weiter, Hüter. Aber sei vorsichtig. Was ist denn los? Bin ich dir jetzt auch immer so schlecht? Gut. Verfolge Tashwadum, die Tochter von Crota. Stimmt, das war ja die Tochter von Crota. Das alles war bei The Taken King. Oh, The Taken King war auch so ein geiles DLC von Destiny 1. Generell alles von der Schar ist ziemlich nice gemacht. Warte, ich hab kaum Muni, was ist denn das? Vorne haben wir einen Gramm, das können wir mal mitnehmen. Spürst du es wie ich, Hüter? Ein Hass, so rein und machtvoll, wie Sonnenschein, der in die Haut einzieht. Tashwadum weiß, was die Hüter getan haben. Sie sah zu, wie ihre Erblinie unterging. Einer nach dem anderen. Crota, Oryx, Omnigol. Und sie ist begierig, dieses Leid zurückzuzahlen. So, ASMR musst du jetzt hier nicht für mich machen. Wollte ich nur mal sagen. Mal kurz mal nachladen hier. Zack, zack. Jawohl. Und weiter geht's. Oh, Brudi. Bist ja wie so ein Zwillingsbruder. Na, ah. Der eine ist gestorben. Von was denn überhaupt? Ist ja runtergefallen oder so. Schlecht, einfach schlecht. Wie weit bin ich denn mit meinen Bounties? Nämlich ziemlich schlecht. Um des Kummers. Aris, wir haben die Mitte der Festung erreicht. Tashwadum ist den Turm hinaufgestiegen. Sie kann nirgendwo mehr ausweichen. Jage sie weiter. Du darfst weder zögern noch aufgeben. Jo, was für ein geiler Turm hier. Das ist einfach so ein Fahrstuhl. Wie können die das hier alles bauen? Schreckliche Energien entstehen um dich herum. Eine brennende Vorahnung. Tashwadum sehnt sich nach deiner Ankunft. Sie hat sich nicht zurückgezogen. Sie köderte dich. Wie kann sie sich ihn ködern? Das ist geil. Das ist ein geiler Schuss. Ist auch rumsprayen mit der Waffe. Na. Sivu Sen bringt einen Toast. Ah ja. Warum mache ich das? Wie schnell die gestorben ist. Da merkt ihr, dass dieses Fusionsgewehr richtig geil ist. Hat man, glaube ich, beim Sonnenwende-Event bekommen. Wenn ich jetzt nicht dumm bin. Sie scheut wirklich keine Anstrengungen, um ihrer Abneigung Luft zu verschaffen. Aber Rache kann wohltuend sein. Das verstehen wir genauso gut wie Sie. Das ist ein bisschen mehr als nur Abneigung.
Ihnen wurden Wunden zugefügt, die nicht heilen können. Aber wovon redet hier eigentlich die ganze Zeit? Irgendwelche Mythen und was weiß ich, Geheimnisse oder was reden hier die ganze Zeit? So, die Lore in diesem Spiel ist manchmal so merkwürdig und sehr, sehr schwer zu verstehen. Nee, man kann ja nicht in die Mitte gehen. Jawohl, habe ich endlich. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch eine Ulti machen. Und dann haben wir auch den anderen Bounty. Hüter, Augen auf. Ja, da ist aber nichts. Augen auf, aber du siehst nichts. Warte mal. Nein. Nein! Oh, ich will die Special Muni. Dankeschön. Schaff ich das noch? Nein! Nein! Lol, wie cool das aussieht. Oh. Freier Fall, sage ich dazu nur. Mann, das ist einfach nur ein Missgeschick. Oh, ich bin früher da. Rumschreien erstmal. So, Haschladun. Komm mal rein in den Saal. Gut, ja, sie hat einfach nur drei Phasen, ist eigentlich recht einfach. Da kann man ja immer nur Gegner wählen. Ist nicht schwer. Das. Und Ogi, hallo. Boah, zwei. Warte. Speeren. Speeren aufsammeln. Jetzt ist sie wieder verwundbar. Deine macht seine Ult. Jawohl. Alter, was bekomme ich alles? Okay, aber leider fehlt mir noch ein Beutezug. Haschladun ist tot. Ich bin erleichtert, das zu hören. Aber dass Haschladun hier war, ist kein Zufall. Die Schar muss mehr mit der Pyramide vorhaben. Sie hatte eine Tafel bei sich, auf der ein Kryptoglyph beschrieben war? Ich habe noch nie von einem solchen Gegenstand gehört. Das ist genau die Information, wegen der wir hier sind. Komm zu mir zurück. Es gibt einiges zu bereden. Gut, das kann ich wann machen? Ja, erstmal muss ich Essenz der Pein schaffen. Gut, die Reinigung der Essenz gewährt einen Ausrüstungsteil. Okay, fehlt mir noch einen Beutezug. Strähnen besiegen. Benutze eine beliebige Energiewaffe, um Feinde mindestens in dreier Strähnen zu besiegen, ohne dazwischen Schaden zu nehmen. Yo! What the fuck? Ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das fertig hab. Wird nicht lange dauern. Oh, ich hab das Fusionsgewehr bekommen, das ist voll geil. Das nehme ich. Gut, bis gleich. Da habe ich auch schon den letzten Beutezug endlich abgeschlossen und wir können weiter mit der Hauptquest machen. Gut, erstmal den langen Text hier lesen. Haschladuns Tod hat äußerst wertvolle Informationen über die Existenz der Schar-Kryptoglyphen und seinen Lagerort zutage gefördert. Kehre mit den Neuigkeiten über den Schar-Kryptolyten, die du im Strike die Scharlachfestung entdeckt hast, zur Eris Morn zurück. Jawohl! Hallo! Die Pyramide erzittert vor unserem Näherrücken. Jeder Sieg bringt uns ihrer Eroberung näher. Die Beute von Haschladuns Tod ist zweifach.
Wir wissen jetzt, was der verborgene Schwarm benutzt hat, um sich vor den Albträumen zu schützen. Und wo es ist. Der Kryptoglyph. Sollte es ein noch mächtigeres Set von Scharrunen für ihre Magie geben, ist es mir noch nicht untergekommen. Natürlich müssen wir uns in grauenhafte Tiefen begeben, um ihn zu bekommen. Unser Kryptoglyph liegt am Grund des Höllenschlunds. Es überrascht mich nicht, dass die Pyramide nun das Phantom von Omar Aga auf mich losgelassen hat. Die Pyramide setzt alles daran, uns aus ihren Inneren fernzuhalten. Hashadum wurde beseitigt und ihr Tod eröffnet einen weiteren Pfad zum Sieg, den Schar-Kryptoglyphen. Begib dich zur Höllenschlund und finde die Katakomben im Inneren Hashadums Kryptoglyph. Wartet darin. Genau. Jetzt müssen wir in die Tiefe des Mondes, um den Kryptoglyphen zu holen, genau, die wir für weitere Sachen brauchen. Und da freue ich mich doch super darauf. Aber ich würde jetzt hier erstmal beenden, ne? Ich wollte eigentlich noch irgendwas weiteres machen, aber was soll ich denn jetzt hier noch machen? Eigentlich nichts. Das klingt irgendwie so gemein. Nee, aber dann würde ich jetzt erstmal hier die Folge beenden, ne? Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.